マギ船長、港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女、海賊を返せ。うわあ、何、あー、助かった。お、親分、助けに来てくれたのね。あとは任せたわ。Und damit willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors Nummer 1. Obwohl ich es, glaube ich, nicht dazu sagen muss, sonst würde es im Titel stehen, dass es 2 oder 3 wäre. Ja, wie wir eben schon gesehen haben, oder ja, ein paar zuvor, Nami ist da, wir sind auf ihrer Insel, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß es nicht, ja, ist so lange her. Gut, auf jeden Fall geht es gegen die Mann von Buggy, dem Clown. Wir sollen Nami offensichtlich helfen. Sie hat uns als Boss betitelt. Ich weiß zwar nicht warum, aber gut. Bam, bam. Ah ne, ich soll die Gum-Gum-Kugel benutzen. Das fällt mir jetzt erst auf. Danke. Informationen über die Spielwiese. Spielweise ansehen. Über Krafttechniken. Bestimmte Angriffe können durch Drücken von Viereck oder Dreieck verstärkt werden. Auf diese Weise kann Ruffy auch seine Arme oder Beine auf größere Länge ausdehnen. Die Charakterbewegungen kannst du in Steuerung ansehen, unter Spielerdaten ansehen, wenn du das Pausenmenü durch Drücken von Start aufrufst. Halte das Dreieck und drücke Dreieck, Viereck, setze eine mächtige Gum-Gum-Kugel. So? Ah ne, länger gedrückt halt. Okay. Bis es voll aufgeladen ist. Ah, er startet Buggy bricht. Feiglinge! So, man kann... Okay, Nami. Du bist stark, was? Sie mit bloßer Hand zu schlagen. Hey, wer bist du? Nami, die Diebin. Willst du mit? Bringt eine Menge Geld. Niemals, kein Interesse. Ich muss immer noch Zoro finden. Warte einen Moment. Ja, man kann in dem Game auch Truhen finden, aber ich denke, wir werden das alles noch gesagt kriegen. Auf jeden Fall. Jetzt rennen wir erstmal dem Mob, dem Piratenmob hinterher. Wenn wir dürfen. Bist du ja, du kleine Kartendiebin. Nami hilft uns auch mit ihrem Stock. Rüge dich, ich erwarte, dass wir... Wow, Levelanstieg. Da kommt gerade so vieles. Wenn ein Charakter eine Stufe aufsteigt, füllen sich seine Lebens- und Spezialangriffsanzeige wieder vollständig auf. Dabei können auch neue Techniken erlernt werden. Du kannst... Was? Was? Du kannst... Du, dir, die, neu... Was ist das denn bitte? Das eine Du ist überflüssig. Du kannst dir die neu erlernten Techniken im Pausenmenü unter Steuerung ansehen, ansehen. Ansehen, ansehen. Gott, wie ich sowas hasse. Wenn solche Schreibfehler drin sind. Mein Gott. Checken die das Spiel nicht durch, bevor sie es... Ja, in ihrer Sprache, in ihrem Land veröffentlichen? Offensichtlich nicht. Weil es so viel... So oft erlebt, dass sowas passiert. Voll rein, Buggy mal ab! Wow. Nicht gut. Ballon! Und Frankie meint, es ist nicht nützlich, sich zu dehnen und zu strecken? Das ist sehr nützlich. Gum Gum Ballon. Drücke R1, um die Einzelaktion Gum Gum Ballon auszuführen. Wenn du dich rechtzeitig in einen Ballon verwandelst, bevor dich eine Kanonenkugel trifft, kannst du sie zurückprallen lassen. Wähle eine Einzelaktion mit, ja, Steuerkreuz links rechts. Gut, greifen und Ballon. Reflektiere Kanonenfeuer. Ja, komm her. Lalalal. Ihr nehmt das, ihr Penner.
Hier, noch ein, wo da gar keiner mehr ist. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ich will es einfach nur wissen. Nee, okay. Warum bist du denn also auf der Flucht? Ich habe meine Karte der Grand Line gestohlen. Ich glaube, hier werde ich nicht so sehr dazukommen, alles vorzulesen wie bei Hyrule Warriors. Das tut mir leid. Schaut einfach selber hin, wenn ihr wollt. Kiste mit Gegenständen, genau, jetzt wird es erklärt. Es kann eine Vielzahl von Gegenständen in den Schatzkisten überall in den Abschnitten gefunden werden. Du kannst Schatzkisten aufbrechen, indem du sie angreifst. Das machen wir gleich. Leben plus 3000, da ist auch noch was, wo ich dran vorbei husche gerade die ganze Zeit. Mit L1 kann man über den Fokus wieder nach vorne richten. Also wenn ich jetzt so stehe, so um L1 habe ich wieder, also Sicht nach vorn, aus Ruffys Sicht halt. Das sollte ich mal öfters anwenden, weil das einfach immer blöd ist mit dem rechten Stick hier, die Kameraposition zu ändern. Ich möchte dir zu Bar, mit dir zu Buggy, das ist alles. Ja, mal sehen, was Nami da vorhat. Wer Nami kennt, wird wissen, dass das etwas merkwürdig sein wird. Halt zu ihren Gunsten. Feiglinge! Wollt ihr schon wieder türmen? Geh zur Kneipe, in der Buggy eingelocht wurde. Okay. Gehst du da wohl hin? Hä? Ach ne, die flüchten dahin, da kam ich ja her. Oh, Entschuldigung. Ein Speicherpunkt. In den Abschnitten findest du Speicherpunkte, an denen du deinen Spielfortschritt speichern kannst. Drücke Start, wenn du einen über Speicherpunkt siehst, in einem Buch. Du kannst dann dein Spiel über das Pausemenü abspeichern. Das mache ich einfach mal nicht, also von daher. Es gibt noch genug hier in dieser Map. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen will. Ob ich das splitte oder ob ich es genauso mache wie bei Hyrule Warriors, sonst wären die Videos wieder so lang. Ich weiß halt nie, wie lange die dauern. Ja. Da sehen wir es. Nami hat uns gefesselt. Hinterrücks, wie sie eigentlich ist.上に入りていた面白い女だ。全く海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す。私が。 それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やはり手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺して見せることがそうなの。 それが海賊の覚悟。違う。自分の命をかける覚悟だ。<笑>何？てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで。勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。 私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人かかりだ。ゾホ。 Ich darf mit Zoro spielen. Cool. Tigerjagd. Viereck, Viereck, Dreieck. Und Pandaschlag. Dreieck, Viereck. Boah, interessant. Very nice.
Das mag ich, also der Pantherschlag ist cool. Allgemein hat Zoro eine recht gute Reichweite, wenn ich das so sehe. Echt cool. Quick time. Kreis. おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの海。それが俺の食った悪魔の実のなら。逃げろ、ゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。 Okay, noch mehr Quicktime. L und R nach oben. Dreieck mal trittieren. Okay. Los, Nami. Boom. これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならないわ。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。 Okay, jetzt sind wir zu dritt unterwegs. Strohhut Ruffy. Wir können wieder speichern, wenn wir wollen. Jetzt bekommen wir den Crewschlag erklärt. Ob ich gleich noch was zu Nami sagen möchte. Mit einem grünen Ring markierte Verbündete kannst du zu deinem Partner machen, wenn du L2 drückst. Wenn bestimmte Angriffe erfolgreich waren, während du einen Partner hattest, beginnt die Anzeige für den Crewschlag. Wer die Tasteneingabe während der Anzeige erfolgreich abgeschlossen, wird ein Crewschlag ausgelöst, bei dem ihr beide gemeinsam angreift. Moment, muss ich mir nochmal durchlesen? Ich lese, aber dabei checke ich es gar nicht. Gemeinsam? Während eines Crewschlags mit deinem Partner kannst du beim Angriff Viereck und Dreieck kombinieren. Wenn du den Crewschlag öfter mit demselben Partner ausführst, kann dein Partner auch einen mächtigen Spezialschlag, Spezialangriff entwickeln. Wenn du erneut L2 drückst, während du deinen Partner hast, kannst du deinen aktuellen Partner freigeben. Zoro! Okay. Was mit deiner Bauchwunde? Ich sorge mich mehr, um meinen guten Namen zurückzubekommen. Okay. Wir sind Partner, Zoro. Da stand eine Kiste. Auf sie! Hä, bin ich nicht Zoros Partner? Eigentlich doch schon. Zoro. Oh, jetzt. L2, Crewschlag aktivieren. Jetzt geht's mit Zoro aufs Maul, ihr blöden, miesen. Ich muss zwischen L2 und L1 echt unterscheiden hier. Ja, das Tor geht nicht auf. Was ist das? Ah ja. Jetzt muss Ruffy alleine auf Tour gehen, weil die beiden nicht mit können. Gum-Gum-Aktion. Drücke mit Ruffy R2, um eine Griffaktion auszuführen. Wechsle nach dem Drücken von R2 zur Griffansicht. Bewege das Visier über das Ziel und drücke die angezeigte Taste, um deine Arme zu dehnen und größere Distanzen zu überwinden. Jetzt habe ich... Ich habe es zu früh weggedrückt. Egal.
L2 und bam. Hey, wir kommen hier durch. Kommt rüber, Leute. Ja klar, die können doch hier rüber. Bist du verrückt? Wie sollen wir dir denn folgen? Ich gehe schon mal weiter, okay. Er ist weg. Nun ja, suchen wir uns einen anderen Weg. So, hier geht's auch wieder hoch. Bin ich denn? Alles klar. Da oben ist eine Kiste. Da drin ist eine... Nö, ich will nicht runterspringen. Ich will... Und dann im richtigen Moment abspringen, wenn der Pfeil also farblich ausgefüllt ist natürlich, sonst... Ich sehe es nicht so gut. Ich will gar nicht speichern, wieso gehe ich immer da rein? Ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich solche Kreise sehe, denke ich immer, wenn ich da reingehe, wird mein Leben aufgefüllt. Das hat so Final Fantasy Effekt, glaube ich. Einmal da drüben muss ich hin. Bin gleich da! Aha, hier ist noch was. Bling! Ich hab's! Inspiration für Gum-Gum-Aktionen. Wenn du in eine ausweglose Situation gerätst, kann sich Ruffy vielleicht eine neue Gum-Gum-Aktion einfallen lassen. Nutze die neu erfundene Aktion, um deinen Weg fortzusetzen. Yeah, Geronimo! Zoro! Bleib hier! Wieder solche Idioten hier mit so einem... Hier ist nichts mehr. Kisten! Wenn ich die nicht... Also die normalen Kisten, die füllen einfach Sachen auf Leben oder... Spezialanzeige. Ich benutze die Spezialattacke eigentlich kaum. Muss ich mal mehr machen, wenn da mehr Gegner stehen. Aber wenn man Zoro dabei hat, so als Mitkämpfer, ist das eigentlich kein Problem. Kanone zerstören. Durch den rechtzeitigen Einsatz von Gum-Gum-Ballon kannst du Kanonenkugeln auf Kanonen zurückprallen lassen und sie zerstören. Benutze Steuerkreuz links rechts zur Auswahl der Einzelaktion Gum-Gum-Ballon und lasse die Kanonen zurückprallen. Ist doch schon. Wo ist denn die komische... Da. Ey, ich bin aber hier. Zielen könnte auch nicht, wa? Bam, bam. Und tschüss. Ich will zu den Kisten. Gut, wir schwimmen, wir holen uns diesen Buggy. Für uns? So kann mir helfen. Okay, okay, Mann. Where do I have to go? I don't know for sure. Muss wieder rüber, ne? Ich sehe schon, der Part wird lang. Also das ist wieder so ein Projekt wie bei Hyrule Warriors, das ich ewig zum Uploaden brauche. Vor allem, weil ich das Level nicht kenne. Ich kann auch zwischendurch mal stoppen. Genau, gut, jetzt muss ich darüber. Ich mache das einfach mal. Ich stoppe hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Episode 1 Buggy der Clown. Bis dann.